Die folgende Übung ist eine Version der liebenden Güte-Meditation, in der man gezielt Selbstmitgefühl entwickeln kann. Und diese Übung wurde auch von Christopher Germer und Kristin Neff als Teil des Kurses Mindful Self-Compassion entwickelt. Wie immer finden Sie zuerst eine bequeme Haltung, in der Sie für circa 20 Minuten wach und entspannt sitzen können. Wie bei der liebenden Güte für Anfänger dürfen Sie sich auch gerne hinlegen, wenn Sie nicht zu müde sind und kein Risiko besteht, dass Sie dabei einschlafen. Wichtig ist, dass Ihr Herzbereich offen und entspannt ist. Und wenn Sie sich aufrecht hinsetzen, dann nochmal überprüfen, dass Sie vielleicht eine Wachheit, eine Würde verkörpern und Sie sich wohlfühlen, so wohl wie möglich in Ihrem Körper. Und wenn Sie sich dann eingerichtet haben, schließen Sie Ihre Augen oder lassen Sie sie leicht geöffnet. Wir beginnen wieder, indem Sie drei tiefe und entspannende Atemzüge nehmen und beim Ausatmen alle Anspannung, die vielleicht da ist, abfließen lassen. Lassen Sie Ihren Atem dann wieder ganz natürlich fließen und spüren Sie den Kontakt Ihres Körpers zum Boden, zur Sitzfläche, die Sie halten und tragen. Und lassen Sie sich in dieser Haltung noch etwas mehr nieder. Und legen Sie dann, wenn Sie möchten, Ihre Hand auf den Herzbereich, um sich daran zu erinnern, dass wir in dieser Übung freundlich mit uns umgehen wollen. Spüren Sie die Wärme und den sanften Druck Ihrer Hände, unter denen sich Ihr Brustkorb mit jedem Atemzug hebt und senkt. Und verweilen Sie für einige Minuten mit dieser natürlichen Bewegung, dem natürlichen Rhythmus unseres Atems, um sich vielleicht davon etwas beruhigen zu lassen. Ganz leicht bei der Atmung verweilen, wenn die Aufmerksamkeit abschweift, immer wieder zur Atmung zurückzukehren. Richten Sie dann Ihre Aufmerksamkeit nach innen in den Körper. Wie fühlt sich Ihr Körper jetzt gerade an? Was auch immer Sie gerade spüren, versuchen Sie alles so sein zu lassen, wie es gerade ist, auch vielleicht nur für diesen Moment. Unser Körper trägt meist einen gewissen Stress und eine gewisse Anspannung in sich. Gibt es vielleicht jetzt gerade Stellen, wo Sie Schmerz, Stress oder Anspannung spüren können? Falls Stress, Schmerz oder Anspannung im Körper gerade wahrzunehmen ist, dann das einfach liebevoll zur Kenntnis zu nehmen und dann die Aufmerksamkeit auf Ihren Herzbereich zu lenken. Also im Herzbereich kommen wir oft in Berührung mit unseren Gefühlen. Was für Gefühle sind gerade in Ihrem Körper zu spüren? Sind Sie friedvoll? Sind Sie voller Zuversicht, Vorfreude? Oder sind vielleicht gerade belastende Gefühle da? Vielleicht sind Sie vielleicht nervös, ist da Angst? Ist da Scham? Sind Sie traurig?
Was für Gefühle sind jetzt gerade da? Sind vielleicht auch mehrere. Und wo in Ihrem Körper können Sie diese belastenden Gefühle am deutlichsten spüren? Und an diese Stellen, die diesen emotionalen Schmerz halten, denen auch freundlich begegnen, das freundlich zur Kenntnis nehmen, dass da gerade Schmerz da ist. Und vielleicht hat dieser Schmerz, körperlicher oder emotionaler, mit einem schwierigen Umstand in Ihrem Leben zu tun, der Sie gerade belastet, wie zum Beispiel Krankheit. Vielleicht hat dieser Schmerz damit zu tun, dass Sie mit sich selbst kämpfen, dass Sie unzufrieden mit sich selbst sind, sich nicht gut genug fühlen und sich vielleicht für etwas wie Ihr Aussehen oder Ihre Leistung oder irgendein anderes Verhalten verurteilen. Wir leiden also aufgrund der Tatsache, dass erstens das Leben unvollkommen ist und zweitens, dass wir unvollkommen sind. Und es kann erleichternd sein, sich daran zu erinnern, dass alle Menschen auf dieselbe Art und Weise leiden und dass das Leben in einem menschlichen Körper und Geist voller Schmerz und Herausforderung ist, dass das zum Menschsein dazugehört. Und wir mit diesem Schmerz nicht allein sind. Und weil unser menschliches Leben oft belastend ist und voller körperlicher Schmerzen und emotionalen Belastungen sein kann, schenken wir uns Güte und Wohlwollen. Verbinden Sie sich jetzt mit Ihrem Schmerz und lassen Sie sich dann diese wohlwollenden Wünsche empfangen. Möge ich sicher sein. Möge ich in Frieden sein. Möge ich freundlich zu mir sein. Möge ich mich und mein Leben so annehmen, wie es ist. Möge ich sicher sein. Möge ich in Frieden sein. Möge ich freundlich zu mir sein. Möge ich mich und mein Leben so annehmen, wie es ist. Und wiederholen Sie dann, wenn Sie möchten, die Sätze innerlich mit einer sanften, freundlichen Stimme. Und erlauben Sie sich, Ihre eigenen Worte für dieses Wohlwollen sich selbst gegenüber zu finden. Und bewegen Sie diese Worte, diese Wünsche in Ihrem Geist und lassen Sie sie in Ihrem Herzen landen. Möge ich sicher sein. Möge ich in Frieden sein. Möge ich freundlich zu mir sein. Möge ich mich und mein Leben so annehmen, wie es ist. Und wenn Sie sich im Moment nicht sicher fühlen, dann könnten Sie vielleicht sagen, ich wünsche mir, sicher zu sein. Mich sicher zu fühlen. Und auch wenn unsere Herzen oft bedrückt sind, so wünsche ich, in Frieden zu sein. Und auch wenn ich oft hart zu mir bin, wenn die Dinge schief laufen, so trage ich den tiefen Wunsch in mir, freundlich zu mir zu sein. Und auch wenn viele meiner Seiten schwer anzunehmen sind, so wünsche ich mir doch, dass ich mich so annehmen kann, wie ich bin. Jetzt gerade, zumindest für diesen Moment.
Und auch wenn meine Lebensumstände schwer anzunehmen sind, so wünsche ich mir doch auch, dass ich mein Leben so annehmen kann, wie es jetzt gerade ist. Wenn Sie merken, dass Sie abschweifen, weil vielleicht Gedanken oder starke Gefühle auftauchen, dann kehren Sie wieder behutsam zu den Worten zurück. Vielleicht verbinden Sie sich wieder mit dem Schmerz oder Stress, der gerade in Ihnen vorhanden ist, indem Sie Ihren Körper spüren, wie er sitzt und atmet, vielleicht dabei die Hand aufs Herz legen. Und erinnern Sie sich dabei, dass Sie wie alle Lebewesen zufrieden sein wollen und Mitgefühl verdienen. Es ist unsere natürliche und einzig sinnvolle Antwort auf Leid. Und lassen Sie sich jetzt auch Mitgefühl empfangen, weil Sie gerade leiden. Möge ich sicher sein. Möge ich in Frieden sein. Möge ich freundlich zu mir sein. Möge ich mich und mein Leben so annehmen, wie es ist. Wenn Sie mögen, können Sie sich dabei sanft berühren, vielleicht indem Sie den Herzbereich streicheln oder Ihren Arm streicheln, die Stelle, an der Sie den körperlichen oder emotionalen Schmerz spüren, oder sich selbst umarmen, sich selbst Halt geben. Möge ich sicher sein. Möge ich in Frieden sein. Möge ich freundlich zu mir sein. Und möge ich mich und mein Leben so annehmen, wie es ist. Was auch immer für Gefühle in Ihnen gerade auftauchen, Sie sind eingeladen, alles so sein zu lassen, wie es jetzt gerade ist. Wenn Widerstände auftauchen, lassen Sie sich eigene Wünsche formulieren, die passen. Vielleicht möge sich mein Herz meinem Schmerz gegenüber öffnen. Möge meine Güte für mich wachsen. Oder stellen Sie sich vor, ein guter Freund richtet die Wünsche an Sie. Mögest du sicher sein. Mögest du in Frieden sein. Mögest du freundlich zu dir sein. Und mögest du dich und dein Leben so annehmen, wie es ist. Wiederholen Sie die Sätze innerlich mit sanfter Stimme. Lösen Sie sich dann langsam von den inneren Bildern und den Sätzen. Und erforschen Sie noch einen Moment, wie Sie sich jetzt fühlen. Was für Empfindungen und Gefühle sind jetzt gerade da? Was ist mit dem Schmerz passiert? Und falls Mitgefühl da ist, wie fühlt sich das an? Vielleicht ist Schmerz da, aber vielleicht auch Wohlwollen. Und das genau ist Mitgefühl. Wenn wir unserem Schmerz mit Wohlwollen begegnen und das Wohlwollen seine liebende Qualität beibehält. Mögen wir alle sicher sein? Mögen wir alle in Frieden sein? Mögen wir alle freundlich zu uns sein und mögen wir alle uns selbst
und unsere Lebensumstände annehmen, so wie sie sind.